Hallo und herzlich willkommen zum nächsten Kochvideo. Heute gibt es mal was ganz, ganz Einfaches, aber eine sehr, sehr wichtige Zutat. Und zwar ist das eine Art Grundrezept für die Antike, und zwar ein Süßungsmittel. Und dieses nennt sich Defrutum. Und wie das geht, das zeige ich euch jetzt in diesem Video. So, zunächst mal fülle ich erstmal in den heißen Topf schon mal normal, ganz normalen Traubensaft ein. So. Ich mache das jetzt hier Pi mal Daumen. Eine gute Menge. Also sprich, das ist jetzt ja bis, ich sag mal, einen kleinen Finger breit unter der Füllkante. Es wird bereits warm, deswegen habe ich mich jetzt mal ein bisschen beeilt. Und zwar, dieser Traubensaft wird jetzt erhitzt und einfach nur einreduziert. Ne? Es gibt da verschiedene Angaben. Zum Beispiel Plinius, der hatte mal geschrieben, bis zur Hälfte einreduzieren. Dann gibt es noch andere, die sagen, ein Drittel einreduziert. Klar, die Süße bleibt drinne. Ne? Es verkocht ja mehr oder weniger das Wasser aus diesem Traubensaft. Und dieses Mittel wurde dann sozusagen immer zum Süßen verwendet. Zucker war in der damaligen Zeit ein richtiges Luxusgut. Ne? Das muss man sich immer mal ein bisschen vor Augen halten auch. Das heißt, man hatte folgende Möglichkeiten. Entweder man nimmt Honig, der zur Verfügung steht. Der musste aber auch erstmal wieder richtig gesucht und gesammelt werden. Das ist aber gerade für die Nordländer, wo kein Weinbau betrieben wurde. Da hat man eventuell nochmal pflanzliche Mittel, um irgendwas zu süßen. Aber so richtig, ja. Weil die Römer hatten es da einfacher. Die konnten natürlich dann ein bisschen den ganz normalen Traubensaft verwenden, den sie halt natürlich logischerweise für ihren Wein hatten. Und das ist natürlich dann auch eine sehr, sehr praktische Sache. Ne? Es ist schön süß. Die Süße ist in den Trauben drin. Und demzufolge hat man halt diesen einreduzierten Traubensaft einfach hergenommen und hat den eigentlich als Standard-Süßungsmittel verwendet. Das kann für Süßspeisen sein, das kann halt auch für normale Gerichte sein. Ich brauche diesen Traubensaft zum Beispiel jetzt für ein Gericht. Dieses kommt dann übrigens am Sonntag online. Jetzt kriegt ihr erstmal sozusagen dieses Grundrezept, ne? Also dieses Grundrezept von etwas, was man halt wirklich sehr, sehr vielseitig einsetzen kann. Und ich könnte mir gut vorstellen, auch in der heutigen Küche vielleicht so mal als Zuckeralternative, könnte man das schon mal eventuell in Betracht ziehen. Ich habe jetzt auch darauf geachtet, dass ich halt wirklich jetzt hier reinen Traubensaft habe. Denn so kann jetzt einfach dieses Wasser, dieses natürliche Wasser da einfach rausgehen. Um nochmal kurz auf den Zucker anzusprechen. Der Zucker, der ist zwar schon in der damaligen Welt auch bekannt gewesen, denn schon 6000 vor Christus ist der Zucker sozusagen nach Indien, nach Persien gekommen, aber es blieb auch im Römischen Reich immer eine Handelsware. Da war damals natürlich dann auch mit dem Zuckerrohr die Herstellung noch mal ein bisschen schwieriger und demzufolge war das auch nicht in rauen Mengen verfügbar. Denn auch bei den Römern war das wirklich nur für die sehr, sehr reichen Patrizier sozusagen vorgesehen, beziehungsweise die konnten sich das überhaupt erstmal leisten, dass man damals halt richtigen Zucker verwenden konnte. Und ich denke mal, so ein Zuckerhut, der wird schon ganz schön was gekostet haben damals in der damaligen Zeit. Muss es ja auch, weil wenn sich jeder leisten kann. Aber er ist immerhin nachgewiesen im Römischen Reich. Aber wie gesagt, dieses Defrutum, das ist halt wirklich bis in die Spätantike hinein wird das verwendet. So, jetzt heißt es für mich erstmal warten, denn das hier, das muss ich jetzt erstmal einreduzieren. Und das dauert. So, der Defrutum ist fertig. Ist jetzt auch soweit einreduziert. Also, oh, riecht auch verdammt stark. Also, boah, fast schon wie, ja, wie. Man kann sich vorstellen, wie als ob man so einen Traubenmus gemacht hätte. Aber ich will mal so einen kleinen Schluck probieren, auch wenn er noch relativ warm ist. Oh. Verdammt süß. Also richtig süß. Man kann sich gut vorstellen, warum sie das als Süßungsmittel genommen haben. Auf jeden Fall eine gute Erfindung. Ich habe jetzt auch endlich mal für meine Flasche hier eine Verwendung, die habe ich damals mal in München gekauft. Eigentlich nur wegen der Flaschenform. Das war damals in Alach, da habe ich so ein kleines Weingeschäft gefunden.
So. Der kann jetzt auch hier drin erstmal ein bisschen abkühlen. Denn ich brauche den ja noch. Ich brauche den noch. Von daher wird er jetzt erstmal zur Seite gestellt. Ich werde jetzt gleich noch damit kochen. Wie gesagt, ich habe das jetzt erstmal als Vorbereitung gemacht für das nächste Gericht. Und das kommt dann für euch sozusagen am Sonntag. Ich weiß jetzt nicht genau, wie lange das haltbar ist. Müsste ich vielleicht selbst mal austesten. Aber ich denke mal, so einige Wochen im Kühlschrank wird sich das auf jeden Fall halten. Das heißt, wenn man jetzt überlegt, bei der Menge, ich mache jetzt mal gegen den weißen Hintergrund, bei der Menge hier, da kann man schon einiges würzen damit. Ja. Man gibt ja so ein, zwei Teelöffel oder so Esslöffel dran an das Gericht. Ich glaube, an das Gericht, was ich nachher mache, kommen zwei Esslöffel dran. Und da kann man sich vorstellen, wie lange das dann eigentlich hält. Na, also von daher, auf jeden Fall eine gute Zuckeralternative, denke ich mal. Ich meine, klar, Zucker ist ja auch drin. Aber meiner Meinung nach eine etwas natürlichere Form, als wenn man dann raffinierten Zucker nimmt. Von daher hoffe ich, dass das Video euch soweit gefallen hat. Und wir sehen uns dann auch im nächsten Video. Wenn ihr noch nicht getan habt, könnt ihr mich gerne abonnieren, denn es kommen noch weitere Sachen. Also dann vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann, euer Schlemmergermane. Ciao!